Was geht ab, meine Freunde? YD wieder am Start. Wir spielen heute eine weitere Runde Blocks Fruits. Und heute, wie ihr dem Titel schon entnehmen konntet, möchte ich eine neue mystische Frucht essen. Und zwar die Doefruit. Aber ich möchte, wie ihr sehen könnt, natürlich nicht nur ein ganz normales Video machen, sondern ich habe mir gedacht, come on, wieso machen wir nicht mal was Besonderes, wenn wir jetzt schon eine besondere Frucht schmecken oder essen uns schmecken lassen? Warum sollten wir nicht einfach dann auch dafür sorgen, dass es ein besonderes Video wird? Und wie ihr sehen könnt, das Video ist ein bisschen was länger. Ich habe alle Dough-Rates in ein Video gepackt. Es ist etwas verschnellert. Es kann sein, dass es so ungefähr eine Stunde gedauert hat oder doch etwas mehr als eine Stunde gedauert hat, alle Raids zu durchgehen. Aber im Endeffekt, tatsächlich hat es sich natürlich gelohnt. Ich habe noch keine Attacken freigeschaltet. Es ist so, dass ich hardcore durchgecarried wurde. Wir hatten noch einen zweiten dabei, der auch die Doefruit awaken wollte. Und nachdem ich ja beim letzten Mal die ganze Zeit dafür gesorgt habe, dass ich im Endeffekt genügend Fragments habe, um eben dafür zu sorgen, dass ich die auch awaken kann, haben wir es dann so gemacht, dass wir tatsächlich erstmal alle Dough-Rates nacheinander machen. So, was ihr jetzt natürlich erstmal machen könntet, wäre ein Like und ein Abo dalassen, das wäre super cool. Weil ich gerne diesen Grafen hier, hallo, in die richtige Richtung verschaffen würde oder in die richtige Richtung schieben würde. Aktuell über 86% von euch keine Abonnenten. Das müssen wir ändern. Wir wollen doch dieses Jahr unbedingt die 12.000 Abonnenten knacken und wir sind auf einem großen und guten Weg dahin. Deswegen würde ich mich mega, 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 mega mäßig freuen, wenn ihr da eben ein Like und ein Abo dalasst. Und natürlich gerne auch auf dem Discord-Server einfach mal vorbeischauen. Und da dann dafür sorgen, dass wir dann da auch eine größere Community werden. Weil nur durch die Community sind überhaupt solche Sachen und solche Videos und überhaupt alles möglich. Ich habe zusätzlich dazu, dass ich eben hier so viel Hilfe bekommen habe, auch einfach hardcore durchgecarried wurde. Das muss man jetzt auch einmal einfach dazu sagen, dass ich hardcore durchgecarried wurde hier. Habe ich auch noch eine Doefruit tatsächlich gesponsert gekriegt zusätzlich. Also ich habe jetzt wieder eine neue Doefruit in meinem Inventar. Und ich habe eine gegessen. Also das heißt, ich habe tatsächlich gar keinen Verlust gemacht, was die Frucht angeht. Super nett. Wirklich. Und solche Sachen sind natürlich nur möglich, wenn man auch eine dementsprechende Community an der Hand hat. Oder eben eine Community kennt. Und wenn ihr natürlich meiner Community beitreten wollt, gerne einfach über den Discord-Link auf meiner Videobeschreibung, nicht in der Videobeschreibung, in der, wie heißt es? In der Kanalbeschreibung ist jetzt mittlerweile der erste Link. Ich habe vorher immer mein Twitter und mein Instagram darüber gelinkt gehabt, deswegen konnte man das nicht als erstes sehen, aber der Discord-Link ist jetzt der erste Link. Einfach draufklicken und dann seid ihr drin in der Community. Weiterhin werde ich es jetzt so machen, wahrscheinlich jetzt schon in diesem Video oder unter diesem Video, dass ich einfach ein Short-Video hochlade, in dem der aktuelle Discord-Link verlinkt ist. Und da könnt ihr dann dementsprechend immer in meine Community reinkommen. Das heißt, ihr habt zwei Möglichkeiten, die eine etwas schneller, die andere etwas schneller. Also beide sind ziemlich schnell. Das geht eigentlich relativ easy, von daher macht euch da keine Gedanken. Das schafft ihr schon. Ich bin da ziemlich guter Dinge. So, jetzt haben wir aber auch genügend darüber geschnackt. Ich würde jetzt gerne ein bisschen was zumindest über die Doefruit reden. Bei der Doefruit ist es nämlich so, ihr braucht ungefähr 18.500 Fragments, um die überhaupt awaken zu können. Das ist insanest viel. Es ist wirklich super, super viel. Das heißt, es ist erstmal so, dass ihr super viel grinden müsst. Ungefähr, ich glaube, 14 Raids müsstet ihr schaffen. Dann macht ihr natürlich die Dough Raids, wo ihr auch nochmal Fragments kriegt. Das ist natürlich so, wenn ihr niemanden dabei habt, der euch so hardcore durchcarried, so schnell vor allen Dingen durchcarried, wie wir hier durchgecarried werden, dann kriegt man natürlich etwas weniger Fragments. Aber wir hatten hier natürlich das Glück, dass wir die ganzen Fragments da noch zusätzlich dazu gekriegt haben. Das heißt, im Endeffekt ging es relativ schnell. Ich habe hier unser Carry hat schon nach den Raids gesagt, irgendwann
er wird nur noch Mischugge, weil es immer dasselbe ist. Er muss die ganze Zeit carryen. Es ist insane nervig. Kann ich auch verstehen, wenn man das so sagt. Und das kann man, also jeder, der schon mal irgendwas Stupides gemacht hat, der weiß, dass es irgendwann einfach hardcore nervt. Und in dem Fall kann ich das auch verstehen. Aber der Grind war real. Wir haben das durchgezogen an einem einzigen Abend. Super, super nice. Super, super cool. Aber ich kann auch vollkommen verstehen, dass er da keinen Bock mehr drauf hatte irgendwann. Und dann war es so, oder dann ist es so, dass man natürlich verschiedenste Attacken hat. Man hat die Z, F, X, C-Attacke, man hat den Klick und man hat das V. Und die muss man dann nacheinander jetzt einfach, ja, awaken. Ne? 18.500 insgesamt, 500 für das Z, 2.000 für das F. Das F müsste auch tatsächlich, das müsste, ja genau, das ist die Fortbewegungsmöglichkeit. Das X 3000, das C 4000, der Klick 4000 und dann das V 5000. Es ist sehr viel. Es ist sehr viel, es dauert sehr lange, aber es lohnt sich. Es lohnt sich ungemein. Natürlich jetzt bei mir ist es so, dass ich natürlich gerade im Moment nur die eine Attacke einsetzen kann. Ich habe währenddessen immer mal versucht, so ein paar kleinere Mobs zu killen, um mir die ein oder andere Mastery noch abzustauben. Vielleicht einfach, um da dann auch ein Stückchen weiterzukommen. Habe ich aber leider nicht geschafft. Deswegen natürlich das Problem, dass ich nicht viel selber attackieren konnte. Aber das löst sich natürlich auch nach und nach, wenn man dann eben die Mastery dazu kriegen würde. Dann ist es halt so, dass man da eben einfach, ja, dann kann man eben auch ein bisschen Damage selber drücken. Ne, so ist es. Und so soll es sein. Wir sind jetzt bei den, ich glaube, bei den vorletzten beiden. Zwei Stück müssen wir jetzt noch machen. Der Kollege hier vom Discord, der bräuchte eigentlich noch drei, weil er nicht genügend Fragments hatte. Beziehungsweise, ich glaube, der bräuchte eigentlich noch vier. Wir hatten uns dann leider danach dazu entschieden, weil unser Carrier gesagt hat, na, er hat echt, also er würde Mischugge werden, wenn er jetzt noch vier Raids machen müsste. Haben wir das vertagt. Ich bin nicht mehr dabei gewesen. Ich hoffe, mittlerweile hat er es geschafft, dass er eben auch full awakened wäre oder ist. Es ist halt nicht immer unbedingt so einfach, Leute zu finden, die eben auch Bock haben auf die ganzen Raids und eben halt auch die Kohle haben, um das zu sponsern zum Beispiel. Ne, weil ihr müsst ja jedes Mal für jeden Raid, den ihr anfangt, ich glaube beim ersten Raid müsst ihr 1000 Fragments bezahlen und beim zweiten Raid muss man dann im Endeffekt, ab dem zweiten Raid, wenn man dann noch weitermachen möchte, muss man immer eine Million Fruit abgeben. Ne? Und wenn man da natürlich nicht genügend Fruits hat oder so, dann wird es halt super teuer, super schwierig. Und wenn man dann natürlich hier gerade das Glück hat, dass ich jetzt hier zum Beispiel meine Fruit awaken möchte, für ein Video in dem Falle jetzt, dann ist es natürlich so, dass es cool ist für die anderen, wenn die eben auch die Möglichkeit haben, dann, ja, wie soll ich sagen, dass die anderen die Möglichkeit haben, da eben auch ihre Frucht mit awakened zu machen. Ne? Also zumindest hat er dann auch, ich glaube, die meisten, die von den ganzen Attacken awakened gekriegt. Nicht alle, aber zumindest die meisten und das ist natürlich das Coole. Und jetzt gehen wir in den letzten Raid tatsächlich. Es ist danach dann wirklich geschafft für mich, wie gesagt, und, ja, und auch für unseren Carry, damit er endlich es sein lassen kann. Der hatte nämlich wirklich danach absolut keine Lust mehr. Kannst ja gerne mal unten ins Video oder in die Kommentare eine Videobeschreibung droppen, damit wir dann halt auch wirklich da ein bisschen so ein Herzchen drunter drücken können. Vielleicht pinne ich das Kommentar auch an, falls ich es vergesse, gerne nochmal mich dran erinnern. So, jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir dann auf den nächsten, ja, in den nächsten möglichen, nächsten möglichen Fruit-Sachen. So, jetzt habe ich mich ein bisschen abgelenkt, weil wegen des Rechtschreibfehlers. wenn man tatsächlich die ganze Zeit zockt und man da nicht drauf achtet, wie man schreibt, das ist immer schlimm. Finde ich immer schlimm. Ich schreibe immer eigentlich so gut wie möglich. Aber manchmal kriegt man es einfach selber auch nicht mit. Wo war ich stehen geblieben? Achso, welche Früchte bleiben jetzt noch übrig? Eigentlich habe ich so gut wie alle Früchte mittlerweile ausprobiert.
Es gibt ja bei den Common Fruits gibt es ja Spike, dann gibt es die Smoke Fruit, die Bomb Fruit, die Hackenfrucht, glaube ich, gehört ja auch zu denen, oder? Ja, Spring Fruit, dann gibt es noch die Chop, ja, Hackenfrucht, dann gibt es die Spin Fruit und die Rocket Fruit. Das sind ja die Commons, die habe ich alle durch. Dann gibt es die Uncommons, das ist Flame, Falcon, Ice. Dann ist da Sand, dann ist da Dark und da ist auch noch Diamond drin. Die habe ich auch alle ausprobiert, soweit ich weiß. Dann gibt es die Rares. Das sind natürlich meine paar Lieblingssachen. Ist natürlich Magma. Dann gehört dazu Light. Dann gehört dazu Rubber und Barrier und Ghost. Ich glaube, Ghost habe ich tatsächlich noch nicht ausprobiert. Die müsste ich mal irgendwann ausprobieren. Dann gibt es die Legendaries, da gibt es natürlich die Quake Fruit, die Buddha Frucht, die Love Fruit, die Spider Fruit, die Sound Fruit habe ich auch noch nicht ausprobiert, die müsste ich auch nochmal ausprobieren, die Phoenix Frucht habe ich, Portal Frucht habe ich nicht, Rumble habe ich, Pain habe ich auch nicht, stimmt, Pain habe ich auch noch nicht und Blizzard habe ich. Und dann gibt es natürlich Kitsune habe ich noch nicht, dann habe ich Leopard. Ja, doch, ein paar bleiben natürlich noch, ne? Ein paar bleiben noch. Also, wir haben noch ein bisschen was zu tun. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like und Abo da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann und, ja. Ciao.